Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, ich begrüße euch zur heutigen Namensgebungsfeier. Wer ist Alois Fullnetzek? Alois Fullnetzek war im Jahre 1919 Spartakist und KPD-Funktionär in Bottrop. Er hat sein Leben für eine gerechte und friedliche Gesellschaft eingesetzt. Er hat sein Leben für die Rechte der Arbeiter geopfert. Aus diesem Grund hat er mit Ehren verdient, dass ich mich beschlossen habe, meine Geschäftsstelle nach ihm zu nennen. Er wurde vor genau 94 Jahren von einem paramilitärischen Freikorps Lichtschlagsoldaten im Gefängnis am Sonntag, den 23. Februar 1919, ermordet ist. Mit mehr werden Sie in 2 Wochen erscheinen Buch von mir weiterlesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euren Kommen. Glück auf! Seine Mitte wieder gefunden hat. Schade, dass er aus dem anderen Büro ausgezogen ist, aber war nicht anders möglich. Ich bedauere das sehr, wenn er nicht mehr in den Rat geht. Er hat sehr gute Arbeit gemacht und wirklich auch im Geiste der Linken. Und ich wünsche ihm trotzdem viel Erfolg und weiter zu kämpfen. Meine Utopie ist ein mit Liebe beladenes Schiff, dass wir gemeinsam verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen in ein Schiff reisen können, in die Zukunft, in die Vergangenheit und auch überall auf der ganzen Welt. Somit habe ich da, mit einem Schiff angefangen, eine Utopie zu bilden, mit dem man auch reisen kann. Ein Schiff mit Liebe voll beladen, im blauen Meer voller Wellen, ein Meer, dessen Tiefe ungemessen ist. Ein Schiff beim Sonnenuntergang, unterwegs Richtung Horizont, beladen mit Liebe. Nimm dein Haupt und geh fort von hier. Begib dich auf dem Weg, reise von Stadt zu Stadt, vom Dorf zu Dorf, überquere die Berge. Los, mach dich fort von hier. Reise ins Land der Götter. Bestelle meine Grüße an Zeus und Apollon. Vergiss nicht, bei Pan Halt zu machen. Vergiss nicht, Aphrodite zu lieben. Eros soll dich mit seinem Pfeil abschießen. Du sollst dich in der Legende der Phönix neu erschaffen. Entwende das Feuer, wie es Prometheus gemacht hat. Entreiße die Liebe aus der Hand Aphrodites und komm dann zurück. Du kannst die Tür zum Abenteuer im Buch der Götter finden, welches dem Mensch zugesprochen wird. Komm mit der 3000-jährigen Geschichte des Sumerer zurück. Mit all den Erfahrungen und Weisheiten kehre zurück. Komm, indem du dich in die Erde und Luft hinzufügst. Lauf barfuß in deine Heimat. Überquere die kalten Gewässer. Du sollst mich im Himmel aussehen. Aus mir sollen Götter erblühen. Ich bin auf diese Welt gekommen, entlang der Wege laufe ich auf diese Erde. Ich kenne weder Halt noch Station. Ich kann meinen Appetit nicht stillen. Wenn ich niemanden in dieser Welt habe, ich bin hier hingekommen, um nur Mensch zu sein. Ich bin
allen die Applikationen. Aber es hält nicht. Ich merke das. Es hält nicht. Stefan, danke dir.